Ne? Also, wie gesagt, alles ganz natürlich hier. Keinerlei Veränderungen am Gelände vorgenommen. Hier müsste ja dann eigentlich auch zu, ne? Wir machen erst mal ein bisschen Licht. Das ist daher genug. Und dann machen wir hier nämlich einfach wieder Steine draus. Wir brauchen nämlich ein paar Treppen. So. Und wir brauchen auch ein paar von den anderen Treppen. Ach ja, die muss man ja in der Säge fabrizieren. Moment. Und zwar 4 Stück für jede Ecke eine. Und zwar von diesen hier. Eine dahin. Eine dahin. Eine dahin. Genau. Eine dahin. So, von außen, da sind nämlich überall dann Treppen dran. Ja. Jetzt habe ich natürlich alle verbraucht, ne? Ich bin ja auch intelligent. Das hat ja super geklappt. Ja, komm. So. Wieso habe ich keinen Cobblestone mehr? Das ist so erschreckend. Das ganze Spiel besteht quasi aus Cobblestone. So, 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 so. So, so. So, so, so. Die Baumfarm ist halt nichts Natürliches. Ja, da ist ganz klar, die ist komplett künstlich, die Baumfarm. Na komm. So. Ich überlege nur gerade, wenn man da jetzt noch einen Zaun drumrum baut. Das war nämlich mein Plan. Nee. Es sieht halt wieder scheiße aus, ne? Wenn man den Zaun hier baut. Upsala. Meine Güte. Ich glaube, wir bauen den Zaun hier. Dass uns dann beim ja, Baumfarmen bearbeiten auch nichts irgendwie an Monstern in die Quere kommt. Ah. Ach. So. Hier muss dann aber leider auch zu. Da führt dann kein Weg dran vorbei. Das sieht sonst komisch aus. Beziehungsweise, das war schon so. Das war so. Da hat sich auch nie was dran verändert. Das war schon immer so. Wird auch immer so bleiben. So. Da drauf oder darunter? Also hier quasi. Das ist halt immer die Frage, wie hoch sie dann wachsen und ob sie dann hier den Zaun, durch den Zaun irgendwie behindert werden. Aber ich glaube, wir setzen sie unten rein. Ich glaube, das geht besser. So, 6 von denen haben wir ja zum Glück noch. Und natürlich gleich an die falsche Stelle gesetzt. Ja, ja, ja. So. Nein. So, so. 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 Mit dem Licht müssen wir mal gucken. Kann natürlich irgendwie Glow Glass hier zwischen, aber das wäre dann auch wieder zu viel wahrscheinlich. Ja, vielleicht bauen wir einfach außenrum irgendwie so an die Ecken jeweils ein paar Fackeln hin. Oder wir machen den anderen Zaun, ne, den ohne dazwischen, und dann gucken wir, dass wir alle paar Blöcke dann von dem Zaun was setzen. Müssen wir gleich mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Cobblestone.
Vielleicht doch mal wieder irgendwann in die Mine gehen. Aber ich glaube noch, dass die Kiste... Ja, die ist noch gut gefüllt. So. Und hier? Kaktus? Wächst auch nur, wenn man da ist, ne? Hm. Also hier, den Zaun meine ich. Dass man das hier so macht wie hier. Und auf jedem normalen dann eben ein... ja, eine Fackel drauf. Hom, hom, hom. No, nicht in See, das dauert zu lange. So. Hop. Hallo Schaf. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal diese wunderschöne Natur hier bewundern, die unberührt und unverändert ist. So. Ja. So, ja, wir lassen das erstmal auf. Und dann gucken wir mal. Nee, was mache ich denn da? Das ging ja an der Strom. Komm, rein damit. So. Ja, das sollte wohl reichen. Ja, ich denke, das reicht. Lalalala, ein paar Slaps in die Landschaft gestellt. Ach nee, so ein Quatsch. Hm. Miau! Miau! gut, dann... Wenn das dann zu ist. So viele Setzlinge haben wir gar nicht. Ich muss doch gleich nochmal rübergehen in die andere Kiste. In die andere Kiste schauen. Da haben wir, glaube ich, noch Setzlinge. So, das passt. Dann kann es schon mal weg. Der Plan, der ist ja jetzt klar. Ja. Ja, genau. Ja, es ist... muss reichen. So ist doch mehr oder weniger schön. Hm, ja, Baumfarm halt. Na, man kann vielleicht sogar noch irgendwie weiter nach hinten gehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Zäunen dann am sinnvollsten irgendwie aufteilen. Was haben wir denn jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Das ist doch schon mal... Boah. Gucken wir mal, ob wir dann die Baumfarmen nochmal irgendwann vergrößern. Aber erstmal... Ja, 6, 12, 18, 24... Naja, schauen wir mal. Wir sind auch länger als das Haus. Also von daher da zumindest. Und hier... um eins versetzt. Wir hätten hier ja noch so ein bisschen Platz. Also man könnte sogar noch ein Stück hinausgehen. Gucken wir mal. Also, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf hingesetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf hingesetzt. Eins, zwei. Na gut, das wäre zu groß der Abstand. 1, 2, 3, 4 hingesetzt. 1, 2, 3, 4 hingesetzt. 1, 2, 3, 4 hingesetzt. Ach, diese wunderschöne Natur. Ich höre ja schon auf. So. Ich glaube, dann haben wir nämlich unseren Kram dann hier soweit bis zum Rand aufgefüllt. Das ist, glaube ich, okay.
Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und dann jeweils Fackeln drauf. In der Breite, jetzt müssen wir mal gucken. Stopp. 1, 2, 3, 4 hingesetzt wäre die Mitte. Und 1, 2, 3, 4 hingesetzt wäre dann da. Noch schöner geht das doch gar nicht, oder? Falsches Werkzeug. So. 1, 2, 3, 4 sitzt schon. 1, 2, 3, 4 sitzt schon. 1, 2, 2, 3, 4 hingesetzt. 1, 2, 3, 4 hingesetzt. Und dann ziehen wir die Baumfarm einfach ein Stückchen weiter raus. Wobei das, glaube ich, nicht aufgeht, ne? Tudum! Es geht ja gar nicht auf. Weil hier wäre die Reihe und hier wäre dann wieder... Nee. Oh, gleich ist meine Spitzhacke auch hinüber. Das heißt, keine Fehler mehr machen beim Bauen jetzt. Soeben hat sie sich in Luft aufgelöst. So. Dann machen wir hier zu und dann machen wir hier zu und dann machen wir hier und hier. Dann haben wir hier so unseren Anfangsbereich, da kommen dann auch Kisten hin vielleicht und ja. Ja, ja, ja. Muss ich doch ganz kurz mal nachgucken. Reicht natürlich nicht mehr. Schade. Habe ich welche dabei? Habe ich nicht. Wie kriegen wir diese Zäune hin? Ich glaube, das war mit... Das waren die normalen und die anderen war das einfach andersrum. Ne, das war die Zauntor. Wir brauchen da sowieso ein Zauntor, also von daher alles gut. Genau. So, das ist von links unten. Das ist auch von links unten. Sehr schön. Dann platzieren wir mal unsere Faggeln. Der Seite ist, glaube ich, nicht so ganz kritisch, weil hier ist vom Haus die Beleuchtung. So. 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 Wie schon gesagt, also diese ganzen Fackeln hier, das ist nachher alles weg und nur der Weg und die Gebäude sind beleuchtet. Nee, ne? Nee. Ich muss trotzdem mal eben gucken, wie das mit den Zäunen ging. Jene Zäune, Apfel, Holz, Zaun, Geländer. Ach so, ja. Es sieht einfach nicht gut aus. Sorry, aber nee. Feuer. Moment mal. Wir haben doch noch welche. Und wir haben vor allem genug Zäune für die Ewigkeit. Habe ich was übersehen? Ach. So. Guti. Dann
ist es auch schon wieder Nacht und dann können wir nämlich mal gucken, wie das dann aussieht, wenn es in der Nacht dahin läuft. Ja, ist ja gut. Hatte ich die nicht aufgebraucht? Ich bin so verwirrt. Jetzt kommt der mir nachgedackelt. Na gut, komm. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, hier, komm. Tschüss. 30 reichen sowieso nicht. Sieht übrigens total geil aus. Hier sind so zwei schwebende Knubbel in der Luft. Und hier hinten ziehen wir dann auch nochmal eben kurz. Ja. Müssen wir auch noch zumachen, aber dann hat sich das. So, das hier Gras drauf wächst, das stört mich. Unser Beleuchtungsproblem hat sich soeben erledigt, würde ich sagen. Oh. Ja, jetzt ist die natürlich... Jetzt ist sie halt hin. Wir machen einfach von unten drunter Fackeln, dann ist nämlich der ganze Boden beleuchtet. Ohne, dass es halt irgendwie komisch aussehen würde. So, 1, 2, 3. Da muss auch wieder welche von machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da muss auch wieder welche von machen. Wir brauchen einmal Wasser. Ah, von wegen Übersetzung, da ist das Problem wieder, die Mod ist natürlich auch nicht übersetzt. Wie sollte es auch anders sein? Da ist ja nun auch schon länger nicht mehr dran gearbeitet worden. Sie funktioniert halt einfach. Ja. Sollte ich vielleicht bei Zeiten mal übersetzen, dann hat sich das Problem nämlich auch erledigt. Dann steht das dann da auch auf Deutsch. Das ist doch, glaube ich, gar nicht so blöd. So. Davon. Schaufel könnten wir bei der Gelegenheit auch noch vielleicht auch noch mal eben machen. Dann haben wir nämlich alles wieder zusammen. Den letzten davon, davon, davon. Ah, aber nicht genug Eisen. Müssen wir Eisen brennen irgendwann mal wieder. So. Einmal in Form gepresst und dann gehen wir nämlich eigentlich direkt mal wieder rüber. Ah, Fackeln haben wir noch genug. Wird ja nicht alles mit Fackeln zuzimmern, sondern da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ist da eine Kuh in meinem Turm? Hallo, geht's noch? Bevor wir sie nutzen können, müssen wir sie natürlich erst einmal brennen. Na, kurz ein Momentchen warten, bei der Gelegenheit nochmal ein Schlückchen trinken. Ja. Das Brennen braucht hier immer relativ lange bei den Dingern. Vielleicht ein bisschen am Handy noch rumdaddeln. Oh, oh mein Gott. Oh. Oh, ich werde verrückt. Meine Güte. Oh, 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 oh. Mm. Oh ja, hier. Ha, ha, ha. Oh, das ist aber lustig. ja.
Gut, so, zwei haben wir schon mal. Das heißt, einen nehmen wir uns, dann können wir nämlich schon mal die Schaufel bauen und dann haben wir die auf jeden Fall schon mal da. So, wir brauchen hier gleich eh nochmal vorne. So, Schaufel haben wir hier. Geduld, Geduld, Geduld. Wir müssen sowieso nochmal gucken, dass wir uns irgendwie Setzlinge besorgen. Vielleicht müssen wir doch nochmal ein bisschen abholzen. Aber erstmal gucken wir, dass wir jetzt hier die Baumfarm gleich fertig machen. Wir müssen sowieso abholzen, weil wir ja für die... Wir müssen sowieso abholzen. Ach, wir haben doch hier unser... Zack, zack, zack. Oh ja, das könnte tatsächlich noch ein Problem werden hier. Weil das hier relativ nah am Holz ist. Vielleicht müssen wir hier auch noch eine Umrandung irgendwie aus Cobblestone machen. Ja, dann wäre es zumindest einheitlich mit dem Turm. Wir gucken mal, wenn die Baumfarm da so ein bisschen amok läuft. Es wird ja hier anfangen, also na, gucken wir mal. Da können wir dann immer noch mal schauen. Erstmal können wir, glaube ich, jetzt unsere Mesekristalle abholen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gebrannt. Und mein Inventar ist mal wieder voll. Das ist ja hervorragend. So. Zack. Vielleicht könnte ich ja einfach diesen Apfel mal... So. Loch, 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 Loch. Ich mache erstmal überall Löcher rein. Wir machen da gleich dann Erde drüber. Ne? Also von daher alles gut. Aber dann haben wir zumindest so ein bisschen Orientierung, wo wir dann überall noch lang müssen und wie wir da lang kommen. So, und bei der Kohle ist es dann vorbei. Na ja, gut, da gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Ah, guck mal, hier ist vorbei. Da ist auch vorbei, ne? Ja, genau. Und da war dann, glaube ich, auch Ende. Genau, so. Plock, 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 plock. Jetzt hätten wir auch wieder ein bisschen Cobblestone. Ich glaube, ich nehme aber gleich die Kohle auch nochmal mit. Ich meine, hier drunter wird eh wieder zugebaut. Also von daher ist es dann auch egal, wie es dann hier nachher aussieht. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir hauen erstmal alles weg und machen es dann einmal ordentlich und dann passt das dann. So, also hier rein. Und dann nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Und den wertvollen, wertvollen, wertvollen Cobblestone, den bauen wir jetzt einfach rein. So. So, da ist zu, da ist zu. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen hier auf jeden Fall noch eins rein, weil aus Gründen einfach so. Nee, ganz einfach, weil hier die Treppen sind zu dem Vorplatz und das haben wir ja an den anderen Seiten nicht. Deswegen gehen wir an den anderen Seiten nicht eins rein, aber hier gehen wir eins rein, dass es ein bisschen größer wirkt. So, dann müssen wir mal schauen. Wir müssen nämlich unter jedem von diesen Dingern hier, müssen wir jetzt nämlich einen Cobblestone setzen. Beziehungsweise müssen wir nicht. Ich habe einfach gesagt, dass wir das machen. So. Dam, 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 dam. Dam, dam. Na, aua. Aua. Dam, 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 dam. Und dann, und da wachsen dann unsere Bäume drauf. Und damit wir nicht da plötzlich überall irgendwie, Gras haben. Wortfindungsschwierigkeiten. Machen wir überall da, wo Gras wachsen könnte, Gras weg. So.
So. Weil Gras wächst auch unter Nodes, die keine ganzen Nodes sind. Ja, also von daher, das müssen wir mal schauen. Gut, dann haben wir das. Jetzt kommt erstmal am Rand, weil wir noch nicht so weit sind. Ups. Und hier so. Ich muss auch kurz immer einmal mitdenken, weil es ist hier tatsächlich ja immer ein weiter. So, das machen wir dann hier auch. Wollte gerade sagen, machen wir dann hier auch schon mal. Na komm. Weil nachher ist halt alles wieder zu, ne? So, und hier bleibt das so, wie es ist. Das bedeutet, jetzt müssen wir kurz mal uns die Fackeln schon mal zurechtlegen. Bei jeder Kreuzung kommt eine Fackel. Und die Lücken dazwischen bleiben frei, dass eben das ein bisschen beleuchtet wird. Dass eben die Kreuzungen von unten beleuchtet werden. Und hier halt eben auch beleuchtet wird. Wir brauchen hier nicht aufmachen, weil die ganzen Nodes, die leiten sowieso kein Licht weiter. So. Kreuzung beleuchtet. Kreuzung beleuchtet. Wer trippelt denn da die ganze Zeit? So, ist wahrscheinlich irgendwie Fackelverschwendung ohne Ende. So, und da bauen wir uns dann mal wieder raus, würde ich sagen. So, dann müssen wir gucken, dass wir hier einmal wieder zumachen. Und da sich der Scheiß ja eh nicht richtig drehen lässt. So. Und dann haben wir unsere Farm soweit fertig. Da kommen dann überall Setzlinge rein. Also die ganzen vier, die wir jetzt haben. Ich mache das mal hier. Und hier für hier. Einfach mal, um zu gucken, wie weit der da tatsächlich wächst. Und dann ist alles gut, ne? Dann haben wir die Baumfarm fertig, dann haben wir das fertig, dann haben wir... Ja, wir müssen... Ein wenig Holz brauchen wir nochmal für... Gucken wir mal, wie viel da tatsächlich von nötig ist. Tja, ne? Würde ich sagen... Und jetzt gucken wir mal, was das Viech denn hier drin macht. Da ist sie weg. Und Leder und Fleisch hat sie uns übergelassen. Das ist doch schon mal schön. Wenn das Inventar nur nicht so voll wäre. So. Könnte man eigentlich auch hier eine Tür reinmachen, oder? Man dann direkt zur Baumfarm kommt. Wobei hier dann halt... Nee, wir lassen das hier so. Vielleicht kann man hier sogar irgendwie noch ein bisschen zubauen mit irgendwas. Aber erstmal lassen wir das jetzt hier so, wie es ist. Oder man baut es halt zu und dann hat man das Gebäude einfach so ein bisschen in dem Berg drin. In der Erde drin. Gut, hier nicht. Aber hier kann man zumachen. Ernsthaft, hau ab, habe ich gesagt.